Ein Kunstwerk aus Eis und Schnee, genauer gesagt Schloss Werdenberg aus Eis und Schnee. Das Buxer Schloss kann derzeit auf der Sonnenkopfbergstation bestaunt werden. Am Wochenende wurde das vom St. Antoner Bildhauer und Künstler Christoph Strolz samt seinem Team errichtete Kunstwerk präsentiert. Die Nachbildung der spätmittelalterlichen Burg ist aus mehreren Tonnen Eis und Schnee geschaffen. Polizei, auch immer gut stehen, Möglichkeiten. Und da ist da unser Freund, Altbürgermeister, Dr. Hans Bild mit seiner lieben Frau, Lüfte. Schön von Jordanien, Professor Dr. Mein Vater, das war so wahnsinnig ausgedrückt. Darum habe ich jetzt schon die Luftleute.